zur Werkstatt, um ein Auto zu kaufen. Ja, ich bin noch dabei. Ich fahr doch schon. Es scheint ein ziemlich cooler Wagen zu sein, dieser Neon. Mal gucken, vielleicht werde ich, da ich hier momentan auch auf der Suche nach einem neuen Auto bin, vielleicht werde ich mir mal auch so einen Dodge Neon angucken, wenn es denn hier in Deutschland irgendwie zu kaufen gibt. Zumal ich dann auch wahrscheinlich aufpassen muss, weil, Moment kurz. Oh, mir kribbelt's in der Nase. Okay, der will noch nicht raus. Mal gucken, vielleicht will er nach der, Aufnahmesession raus. Denn so ein Dodge Neon scheint ein ziemlicher Exot zu sein. Nicht, dass ich da Probleme habe bezüglich der Teile. Sollte irgendwas kaputt gehen am Motor oder so. Okay, Werkstätten. Entschuldigung. Gib BP, also die Werkstattpunkte, beim Werkstatthändler aus. Kaufe Fahrzeuge und Upgrades, fahre mit ihnen einen eigenen Auto. Fahre mit einem eigenen Auto weiter. Entschuldigung. Gucken wir mal. Was können wir denn uns kaufen? Ein Alfa Romeo, ein Audi TTRS Coupé, Cadillac DTS, Dodge, Crown Victoria, ah, das ist der, das Taxi. 370Z. Welchen nehmen wir denn? Oh, nehmen wir mal einen Alfa Romeo. Den 159 Ti. Ja, den kaufen wir mal. Werkstatt verlassen, ja. Einkommen. Dein Besitz generiert WK-Einkommen. WK-Einkommen. Wahrscheinlich diese Werkstattpunkte. Fahrzeuge und Werkstätten sind Besitz. Mehr besitzen heißt mehr verdienen. Achso, verstehe. Also, was geht denn hier noch so ab? Ups. Was wollte ich jetzt nicht? Bleib bloß da drin. Fahrt zur Aktivität, ja, da bin ich ja dabei. Oh ja, der geht auch ganz gut. Oder ich werde mir vielleicht einen Alfa Romeo holen. Wobei die, glaube ich, im Unterhalt nicht ganz billig sind. Ist ein Fronttrieber, wie ich sehe. Wäre so für meine Verhältnisse gar nicht schlecht, weil ich habe eigentlich keine Lust auf Hecktriebler, da die sich im Winter scheiße fahren lassen. Ups. Bah. Entschuldigung. Ich muss die Musik doch jetzt schon etwas leiser machen, weil die geht mir ein bisschen auf den Nerv. Gehen wir mal auf 11. So. Oder gehen wir mit der Musik auf 15. Dabei versuche ich einfach mal die Dings zu ändern. Den Titel. Ah, vielleicht ist das schon besser. Ansonsten, ich muss ja wirklich erstmal gucken, ob YouTube da mir keinen Strich durch die Rechnung macht und die Videos einfach sperrt oder ob ich die Musik einfach rausblenden lasse und dafür ist dann die Mikroqualität etwas bescheidener. Na, werden wir sehen. Das hier ist jetzt quasi ein Blind Run, was mal ein Spiel betrifft, wo ein bisschen Musik drin ist. Spiel in beliebigen mitgebrachten Auto.
Spende, um Autos zum Kauf freizuschalten, Aktivitäten wiederholen für mehr WP. Okay. Alles klar, also ist ein ganz normales Kontrollpunkt drin. Ups, Entschuldigung. Ja, jetzt fehlt mir hier auf jeden Fall Nitro. Ja, das kriegen wir bestimmt gleich noch. Also ich weiß, ab einer gewissen Situation haben wir Nitro. Ich weiß jetzt nur nicht genau, ab welcher. So, Nummer 8 von 10. Nummer 9 von 10. Und der letzte Kontrollpunkt. Und nochmal 2000 drauf. Kapitel 1 mit großer Kraft. Ich finde diesen Wagen von ihm einfach nur so geil. Ich finde ihn einfach nur geil. Mit dieser neuen Fähigkeit bin ich der König der Stadt. Naja, König der Stadt. Okay, mal kurz schauen. Was hat das Schlosssymbol da hinten zu bedeuten? Ah, okay. Gut, das sind wir quasi. Sprich, da können wir also noch nicht hin. Wenn du mir weiter Omas mit Reifenschäden lieferst, wirst du bald Fischverpackungen von der Straße lesen. Jetzt zeig mir mal endlich ein bisschen Action. Okay, das hier war jetzt quasi schon, der erste Spruch vom nächsten, von der nächsten Mission. Kurz gucken, wo das ist. Hehehe. Oder? Ah, ich glaube, ich weiß. Ach nee, das ist der Wagen, wo ich eben drin war. Mal gucken. Nee, das ist einfach nur eine Mutprobe. Sehr schön gefahren, Craig. 5 Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Okay. Sehr schön gefahren, Craig. 5 Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Ehrlich? Nein, wir haben die Möhre benutzt. Wir haben sie sogar lecker zubereitet. Jetzt ist es Zeit für den Stock. Du wirst fahren lernen und wenn es dich umbringt. Aber ich... Na... Macht dem Fahrlehrer Angst, ja. Da hatte ich auch, mein erster Fahrlehrer war auch einer, der mich total verunsichert hatte. Ich glaube, das war gerade ein großer Durchbruch für mich. Das freut mich, Craig.
Im Büro liegt sicher noch eine frische Hose für dich. Sie haben eine Ersatzhose? Na, die werden Sie aber auch brauchen. Das ist wahrscheinlich so der amerikanische Fiat 500. Ich sag schon lange, ich will Kontrollpedale. Aber nein! Okay, das wundert mich ein bisschen. Normalerweise haben die deutschen Fahrlehrer Kontrollpedale. Gar nicht witzig, Craig. Jetzt fahren wir bitte langsamer und... Oh, oh, oh! Nö, wieso sollte ich? Du hast Craig schon eben Angst gemacht. Schon in Ordnung, Craig. Jetzt sind wir verunsichert. Auf die richtige Spur. Wir sind nicht in England. Ach, sind wir nicht? Ich dachte, wir reden Englisch. Prima Sache, super Stunde. Jetzt fahr bitte hier rechts ran, Craig. Ah, ich habe noch Zeit übrig. Und ich will, was ich bezahlt habe. Na? Bitte, ich bin viel zu jung. Innerlich jedenfalls. Ah, gibt's einen Rabatt auf die Stunden? Oh, ich verstehe. Das ist Erpressung. Niemals. Ich hab meinen Stolz. Hast du? Ja, ja, ja. Ich geb dir 10% auf deine Ex... Also, das war doch locker, oder nicht? Eine frische Hose wäre wohl angebracht. Naja, so ganz so schlecht sieht er doch nicht aus, dieser Abarth 500, dieser Fiat-Verschnitt. Gut, das war die erste Mission. Dann kümmere ich mich jetzt mal da um diese Sternmission. Polizeiabhängung und Jerichos Bande treffen. Mann, wir dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Warum? Jerichos Leute kümmern sich schon drum. Dann kümmern sie sich auch um uns, du Idiot. Und wenn wir es nicht zum Treffen schaffen, wird Jimmy uns töten. Wir müssen sie abhängen. Okay. Gut, dann versuchen wir es mal abzuhängen. Los, Darius. Wenn die Bullen uns schnappen, bekomme ich 5 Jahre. Das wäre ein herber Verlust für San Francisco. Ups. Mann, ich fühle mich gut heute. Du nicht auch? Ich fühle mich so total positiv. Darius, bist du irgendwie drauf? Du redest, als hättest du mehr als einen Taco geschluckt. Verdammt, Junge, wenn es sein muss, kannst du echt fahren. Uff, nicht nur wenn es sein muss, so fahre ich eigentlich immer. Und deshalb hätten sie mich fahren lassen sollen. Hey. Ich bin der Mann fürs Lenkrad. Warum müssen die Bullen immer da sein, wenn was abgeht? Als wäre ich verflucht. Odell, glaub mir, heute ist dein Glückstag. Ich fahre eigentlich nicht schlecht. Nur ich stelle mich manchmal an wie so ein abgelaufener Joghurt. Mann, mit den Cops am Arsch können wir nicht beim Treffpunkt aufkreuzen. Mensch, was für ein Pech. Und Jerichos Jungs werden uns echt falten, wenn wir wieder versagen. Vertrau mir, wir schaffen es zum Treffpunkt. Das ist gute Arbeit. Mann, ein Drittel des Wetters ist schon verplempert. Du fährst wie ein Baby. Gib Gas! Wir versuchen, die zu verarschen, aber es scheint, das klappt, glaube ich, nicht. Ups. Ja, und ich fahre natürlich genau in die Bullen rein. Ich bin so ein Vollidiot, ey. Du verstehst? Schrotte den Wagen. Erklär mir das mal bitte. Ja, ich darf ja eigentlich nicht zum Treffpunkt. Darius, Alter, tu was. Die Bullen kleben an uns wie Pickel auf einem weißen Hintern. Und davon hattest du in der Pubertät ja schon genug. Klar, ich schüttel sie ab. Na komm, eigentlich ist die Karre schnell genug. Jawoll! Runter vom Bürgersteig! Wir sind fast da, aber erstmal müssen wir diese Bullen abhängen. Scheiße! Oh weh, das wird, glaube ich, nichts. Ich glaube, die werde ich... Ich glaube, ich muss die Mission hier gleich nochmal neu starten. Wir verpassen das Treffen. Den nächsten Abschnitt musst du in der halben Zeit fahren, oder wir sind tot. Ist ja schon gut. Ich versuch's ja schon. Muss ja nur gucken, die Bullen abzuhängen. Das ist gar nicht so einfach. Kannst ja nächstes Mal selber fahren. Das bringt uns nichts. Aber deine schlauen Sprüche schon, ja?
Den Wagen zerstören bringt nichts. Mit den Bullen können wir nicht zum Treffen. Fahr weiter, schüttel sie ab. Ich versuch's doch schon. Das ist gar nicht so einfach. Klasse, Darius. Echt schlau. Um unerkannt zu bleiben, einfach auf den Bürgersteig fahren. Ich werde mir doch von Odell Williams nichts erzählen lassen. Du gehst ab. Verdammt, nee. Einmal neu starten. Beziehungsweise. Nee, ich glaube, das kann ich gleich noch vorhand machen. Ich versuch's trotzdem nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit das komplette Spiel neu starte oder einfach nur hier die Mission. Wir sind fast da, aber erstmal müssen wir diese Bullen abhängen. 3, 2, 1. In Ordnung! Die Cops sind 6, weg. Jetzt 5, bring uns ans 4, Ziel, aber schnell. 3, 2. Oi, das war knapp. Puh. Odell versucht also in Jerichos Organisation Karriere zu machen? Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Da werde ich ihn unterstützen. Treffen geschafft. Odell Williams und Darius Spencer. Kleine Fische, aber sie arbeiten für Jerichos Bande. Die behalte ich mal im Auge. Ja, die behalten wir wirklich im Auge. LB zum Aufladen, LB loslassen zum Rammen. Okay, also ich denke mal, jetzt kommt die ganze Sache mit dem Nitro zum Vorschein. Nimm dir einfach ein Auto, John. Einfach ein Auto nehmen. Na, warum nicht? Lass alles raus. Ah, okay. Wham, bam, thank you, man. Geil. Oh, bisschen Training kann ich schaden. Bisschen Rammen üben, kein Problem. Yep. Und Nummer 3. Komm hier, du.